Ja, hallo meine Lieben. Heute ist mal Storytime angesagt. Mich wurde schon öfter gefragt, was ich mal in Storytime machen soll. Wie ihr seht, ich bin gerade im Zug und wer im Zug fährt, hat immer eine Geschichte zu erzählen. Darum, jetzt die meine. Marbacher TV. Heute ist Mittwoch, der 28. Ja, heute ist Mittwoch, der 28. September. Ich habe gerade meinen Assistenten gefragt. Und ich bin am Weg nach Graz. Alles gut und schön. Ich habe dort einen Auftrag, Moderation einer Eröffnung einer Ausstellung in einem Museum. Coole Sache. Ist seit einer Woche geplant. Mein Assistent war auch geplant für heute. Und wir haben uns auch ein Auto ausgeborgt, weil ich im Zug nicht so sicher war, ob das geht. Und dann ruft er mich gestern an und sagt, er ist krank. So ein Scheiß. Natürlich am Abend. Was tue ich jetzt? Riesenstress. Also habe ich dann in der Früh bei der WAG, das ist die Wiener Assistenzgenossenschaft, bei der arbeiten die Assistenten, die für mich bei der Arbeitsassistenz arbeiten, die bekommen dort ihr Geld. Und was sie arbeiten, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, das machen sie mit mir aus. Aber das Geld bekommen sie vom Staat Österreich, der zahlt es an die WAG. Die WAG hat die Assistenten angestellt. So, und die haben natürlich, ich glaube, an die 700 Assistenten, die für 200-300 Menschen mit Behinderung die Assistenz machen. Und die haben natürlich auch einen Notdienst, beziehungsweise eine Hotline für mein Assi ist krank, ich brauche Ersatz. So, zuerst habe ich meine Assistenten angerufen, aber die sind alle so super kreativ und künstlerisch. Der eine bewirbt sich bei einer Musik-Doktor irgendwas, Ausbildung und muss noch voll viel musizieren und bauen und schreiben und Dingsbums und muss das schon nächste Woche abgeben, bla bla bla. Er hat keine Zeit. Die andere bewirbt sich bei einer Meisterklasse für Malerei und bla 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 und muss Ölgemälde malen. Ja? Und die brauchen so langsam trocknen. Das heißt, die muss jetzt echt jeden Tag, jede freie Minute. Tja, ist schön für sie. Ich hoffe, sie werden alle mega erfolgreich. Für mich ist es aber scheiße gewesen, weil ich habe keinen Assistenten mehr gehabt. Also 8 Uhr aufstellen, Tag anrufen. Die Hotline. Die Dame an der Hotline, super nett, super freundlich. Ich sage, Assistent, egal, männlich, weiblich, Führerschein, muss mich heben können. Ich fahre nach Graz, bis da und da, die und die Uhrzeit. Und ich brauch's jetzt. So, sie, ja, probier mal. Zack, weg drauf. Ich warte. Und? Rückruf. Wird schwierig. Wir haben irgendwie niemanden mit Führerschein und ist ein bisschen schwierig. Und ich so, Scheiße. Okay. Dann ruf ich an bei 05 17 17. Das ist die Hotline der ÖBB. Und da habe ich dann die 5 gewählt, hinten dran. Damit kommt man zur Mobilitätsabteilung, wo man dann die Einstiegshilfen für den Zug reservieren kann. Dort habe ich einen netten Herrn gefragt, hey du, ich muss nach Graz, jetzt, und bla bla bla, gibt es, ich habe gehabt, Schienenersatzverkehr, also kein Schienenersatzverkehr, seit einer Woche geht über alles pipifein, ich, super, ich muss um 2:30 in Graz sein, bitte am Zug, machen wir, zack, 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 er bestellt mir das, ich sage, wann ist der späteste Zug zurück, weil meine Moderation ist um 18 Uhr, dann muss man ein bisschen reden und ein bisschen Sekt trinken und ein Häppchen essen. Das gehört einfach dazu. Also ich brauche immer ein bisschen Zeit. Und er so, ja passt, 20 oder 25, sage ich. Okay, passt. Nehme ich. Und zack, dann rufe ich wieder bei der Hotline an. Von der Back und sage, du, ich brauche jetzt eine andere Assistenz. Ich brauche niemanden mehr mit Führerschein. Und mich muss niemand mehr heben können. Und sie, ah ja, okay. Ja, dann muss ich nur mehr ausfragen. Die haben mich bei der WAG einen SMS-Dienst sozusagen, dass alle 700 Mitarbeiter eine SMS bekommen, wo drin steht, Not am Mann, an der Frau, wir brauchen einen Springerdienst. Und
heute Morgen haben, habe ich glaube ich, ist für mich alleine sind glaube ich 27.000 SMS ausgeschickt worden, wegen den ganzen Veränderungen immer. Und dann hat es geheißen, nein, ich habe dann gefunden, dann haben sie ihn gefunden, dann hat er wieder abgesagt, dann habe ich gesagt, okay, scheiße, Mann, probieren wir Facebook. Facebook funktioniert immer. Einige tippt Facebook-Gruppe, geschrieben, hey, ich brauche ganz dringend jemanden. Und dann haben persönlich noch Leute angestellt. Und dann haben die gesagt, hey, ich habe noch gesagt, vielleicht brauche ich einmal einen Graz, der in Graz da ist, weil im Zug kann ich selber fahren. Ach, so krass. Wahnsinn. Dann haben 17 Leute in drei verschiedenen Bundesländern alles in Bewegung gesetzt, was irgendwie möglich war. Und am Ende hat dann die Hotline von der WAC wieder angerufen und gesagt, wir haben jemanden, der kann um 11:45 am Bahnhof, Hauptbahnhof in Wien sein, mitfahren. Und dann habe ich nicht mehr geschwitzt. Dann war ich fertig mit den Nerven. Dann bin ich duschen gegangen, hab mich angezogen, in den Bahnhof gefahren und hab den wildfremden Menschen begrüßt, der mich jetzt begleiten wird. Und ich bin froh drüber. Es funktioniert. Ihr habt viel, viel Glück heute. Aber an dieser Stelle allen, die mir geholfen haben, via Facebook und Twitter, thanks, thanks, thanks. Ihr seid die Besten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fahre jetzt nach Graz und werde dort eine Ausstellung mittendrin. Leben mit Beeinträchtigung. Eine Ausstellung, die noch bis März ist. Wenn ihr mal in Graz seid, schaut ins Graz Museum. Da gibt es die Ausstellung, sie deckt so das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen der letzten 50 Jahre. Die Entwicklung, die Wahrnehmung der Gesellschaft und die Selbstwahrnehmung der Menschen. So, das ist so das Umfeld, in dem die Ausstellung abläuft. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Wahnsinn, sag ich mal. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Gut, vielleicht schafft es der Assi, dass er ein paar Bilder filmt, während ich fett auf Moderator noch mal schauen. Dann gibt es vielleicht noch ein Video zur Ausstellung. Das war's, meine erste Storytime. Abgesehen davon, alle meine Sachen auf meinem Kanal sind mir persönlich passiert und sind eine Story. Aber gut, wenn ihr extra ein Schlagwort dafür braucht, dann gibt es halt Storytime.